Und nun ist wirklich Verkehrsminister Jörg Leichtfried von der SPÖ am Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren. Was erleben wir derzeit in der Straßenverkehrsszene, wenn man den Begriff vielleicht verwenden darf? Wir erleben eigentlich so etwas wie eine Revolution in vielen Bereichen. Wir erleben eine Digitalisierung, die bis jetzt überhaupt nicht in ihren ganzen Auswirkungen absehbar ist. Wir erleben eine Automatisierung und wir erleben den Hinweg zur Elektromobilität. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Dinge, die derzeit gerade im Bereich Straßenverkehr passieren. Und ich glaube, Aufgabe des Gesetzgebers ist es, in mehrerer Hinsicht darauf zu reagieren, nämlich einerseits dafür zu sorgen, dass, und es ist gerade ein österreichisches Spezifikum, unter wenigen Ländern wir natürlich ein Land sind, das sehr, sehr intensiv im Bereich Automotivindustrie sich engagiert hat und hier, glaube ich, schon die Möglichkeiten für unsere Industrie gegeben werden müssen, um hier Schritt halten zu können. Nein, nicht nur Schritt halten, sondern vorne dabei sein zu können. Das Ganze bedingt aber auch eine natürliche Anpassung der notwendigen Regelungen im Bereich des Straßenverkehrs und ich denke, diese Änderung des Kraftfahrgesetzes ist eine, die notwendig ist, um hier weiterzukommen. Um was geht es im Wesentlichen? Es geht darum, dass es in Zukunft möglich sein sollte, für österreichische Unternehmen im Bereich von automatisierten Fahren Tests zu machen, Tests auf öffentlichen Straßen zu machen. Das ist der Kern der gesamten Gesetzesänderung. Und die Frage ist, wie sind wir dahin gekommen? Es war ja nicht so, dass sich die Bürokratie des Verkehrsministeriums jetzt eine Änderung überlegt hat und sagt, das machen wir jetzt, weil das ist so praktisch. Nein, das war überhaupt nicht so. Es war ein langer, langer Prozess und das wurde auch schon von Kollegen hier am Rednerpult erwähnt, wo an die 140 Stakeholder aus allen Bereichen diskutiert haben miteinander, versucht haben, Lösungen zu finden, versucht haben zu überlegen, was das Beste für diese Situation ist. Und herausgekommen ist diese Änderung des Kraftfahrgesetzes, weil ich denke, es ist das Sinnvollste, es so zu machen. Der erste Punkt ist einmal, es geht nicht um ein Gesetz, das schon für lange Zeit die Verwendung im Alltagsbetrieb regelt. Nein, es geht einmal um Testsituationen. Und das Zweite ist, es geht auch nicht darum, jetzt schon fix festzuschreiben, was möglich ist und was nicht möglich sein sollte. Selbst erlebt, der erste Gedanke war, vor kurzem noch, naja, sicherlich wird es so sein, die Vermutung des Gesetzgebers war es, dass die Unternehmen Interesse haben, einmal auf den Autobahnen zu testen, weil die Autobahnen sind das einfachste Umfeld für solche Tests, sie sind sehr gut vorbereitet, sie sind teilweise digitalisiert, man kann auch Kommunikation auf Autobahnen testen und so weiter und so fort. Was war aber? Naja, es gibt schon Interesse, dass auf Autobahnen getestet wird, aber ich habe schon gehört, dass einzelne Unternehmen gerne auf Bergstraßen testen wollen. Andere wollen unter Umständen im Stadtverkehr testen. Das sind Dinge, die man meines Erachtens mit einem Gesetz so nicht erfassen kann. Und deshalb war auch meines Erachtens die Idee, eine Verordnungsermächtigung zu schaffen, die richtige. Und ich möchte nur auf eines hinweisen bei dieser Verordnungsermächtigung und das ist auch, was der Kollege Willi angesprochen hat. Es geht eben einmal um Tests und es ist ganz klar festgelegt im Absatz 3b nach § 102 Absatz 3, dass der Lenker stets verantwortlich bleibt, seine Fahraufgaben wieder zu übernehmen. Das heißt, diese Tesla-Situation, die, wie immer sie jetzt sich abgewickelt hat, wird es nach dieser Novelle nicht geben. Es ist immer der Fahrer im Fahrzeug, der Fahrer ist verantwortlich für das, was geschieht. Der Fahrer hat die Situation unter Kontrolle zu halten und es gibt nur eine Ausnahme. Die Ausnahme möchte ich auch ansprechen. Die Ausnahme ist beim automatisierten Einparken. Da gibt es Systeme, wo der Fahrer neben dem Fahrzeug steht, aber auch immer in der Lage sein muss, neben dem Fahrzeug den Einparkvorgang abzubrechen. Das sind die Dinge, um die es derzeit geht. Es geht auch beim Datenschutz derzeit um andere Fragen. Ich wäre sofort bereit zu argumentieren, wenn es um ein Gesetz geht, das das endgültig regelt und jeder, der damit fährt, betroffen ist, müssen wir ganz, ganz strenge Datenschutzregelungen heranziehen. Wenn es aber jetzt um Tests geht,
möchte das Verkehrsministerium schon wissen, wie oft unter Umständen was geschieht, was genau geschieht, was die Probleme sind. Da stellt sich auch die Datenschutzproblematik anders dar. Also noch einmal, wir lassen niemanden selbstständig fahren, der nebenbei am Fernseher irgendwas anschaut. Es geht dabei um Tests auf eigens ausgesuchte Straßen, wo der Fahrer hauptverantwortlich für das ist, was geschieht und es auch nicht zu Situationen kommen kann, wo eine Maschine zu entscheiden hat, ob dieser oder jener zu sterben hat. Das sind Dinge, um die geht es jetzt nicht. Jetzt geht es um Tests mit Endverantwortung des Autofahrers, der im Fahrzeug sitzt. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, die Sie hier jetzt treffen und dürfte dafür auch um Ihre Unterstützung bitten. Herzlichen Dank. Von einer Revolution im Straßenverkehr spricht SPÖ-Verkehrsminister Jörg Leichtfried. Digitalisierung und Elektromobilität würden gesetzliche Anpassungen notwendig machen. Verantwortlich bleibt aber trotz Technologie der menschliche Fahrer.